Willkommen. Ihr Primärziel, Richard Strong Jr., ist Geschäftsführer von Stallion Armaments, einem bekannten Rüstungsbetrieb. Richard Strong lebt außerordentlich zurückgezogen und meidet die Öffentlichkeit. Ihre beste Chance dürfte also sein kurzer Auftritt bei der jährlichen Firmenfeier sein. Denken Sie aber daran, dass es dort vor Zeugen wimmeln wird. Unser Klient möchte, dass Richard Strong und alle seine Leibwächter eliminiert werden. Er will offenbar ein Zeichen setzen. Richard Strong ist äußerst pünktlich und wird sich nur 15 Minuten lang zeigen. Um Punkt 18 Uhr wird er die Party verlassen, also achten Sie auf die Zeit. Es müsste aber auch möglich sein, etwas dezenter vorzugehen. Ich weiß, Sie wissen das zu schätzen. Viel Glück, 47. Viel Glück. Und damit herzlich willkommen zu Hitman Sniper Challenge. Absolution Sniper Challenge. Ich hoffe, Sie haben das Dach gut im Blick. Ja, das haben wir. Mal kurz das Cape. So, heute mal Hitman Sniper Challenge. Und zwar gab es ja gestern kein Resident Evil 6. Weil es sehr zeitaufwendig ist, weil ja, ein Kapitel dauert da mal so 2 Stunden, ehe man speichert und so. Und ja, deswegen gibt es ab nächste Woche Freitag wieder aktiv Resident Evil 6. Da ist jetzt quasi so eine kleine Pause von 8 Tagen drinne. Heute ist der Release meines Anton-Server. Dazu gibt es dann Sonntag ein Video, was nicht ganz so zeitaufwendig ist, oder ab nächste Woche Freitag habe ich wieder, lasst mich lügen, eine Woche Urlaub oder so. Da kann ich dann nochmal extrem viel aufnehmen, was ich auch machen werde. Und dann habe ich auch meinen schlechten Laptop, hust, habe ich dann aber auch wieder aufgerüstet. Ich kann euch ja so eine kleine Geschichte erzählen, während wir hier zocken. Und zwar war ich damals mit 14 klein und dumm und hatte keine Ahnung von Rechnern. Das ist Ihr Hauptziel, Richard Strong. Habe ich immer noch nicht, aber das tut nichts zur Sache. Und habe halt mir einen Laptop geholt, weil ich wollte zocken, ich wollte was in der Hand haben. Und hatte halt nur 4 GB RAM. Irgendwann habe ich gemerkt, weil alles kostet ja Geld und so viel hat man in der Ausbildung auch nicht zur Verfügung. 4 GB ist aber nicht ausreichend, also habe ich den auf 8 ausgerüstet. Für Preise sage ich jetzt euch einfach mal 36 Euro und weiteren 4 GB RAM-Riegel geholt. Kann man ja mal machen. Und jetzt reicht mir 8 aber auch nicht 100% wirklich aus. Weil, ja, 8 ist zwar schön, aber wenn man keine wirklich gute Grafikkarte, was habe ich denn hier, Nvidia GeForce GT 710M, dann ist 8 GB ja gar nichts. Intel Core i5 habe ich übrigens auch, aber dann ist 8 GB halt gar nichts, deswegen dachte ich mir, für 95 Euro hole ich mir mal 2x 8 GB RAM-Riegel, sind dann 16 GB. Und wenn ich die Spiele dann nicht auf der Grafikkarte, sondern auf dem internen RAM-Speicher laufen lasse, laufen die Spiele flüssiger. Und ich habe von Kumpels gehört, die das auch gemacht haben. Die haben 16 GB RAM in einen Laptop eingebaut. Und dann laufen die Spiele manchmal flüssiger, als wenn man dort eine Nvidia-Grafikkarte oder der Kumpel von mir hatte jetzt eine AMD-Grafikkarte drinne. Was für eine, weiß ich nicht. Aber die meisten Spiele laufen halt besser. Wir haben wenig Zeit. Wenn er die dann auf der kein lautloser Killer. Ah, der da. Der da. Ey, oh, das war ja jetzt mal endlich weg mit denen. Naja, ihr wisst, was ich sagen soll. Die 16 GB
machen dann quasi die schlechte Grafikkarte wieder weg, weil ich die dann nicht auf der Grafikkarte laufen lasse, die Spiele, sondern auf der integrierten RAM-Speicher-Grafikkarte da. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin zwar schlau, aber nicht so schlau. Und jetzt haben ihn die Fässer nicht mal getroffen. Ich glaube, danach muss es noch eine Runde geben. Du Drecksack. Du kleiner Drecksack. Hier. Hier mal wieder Skills am Start. So, das nochmal zu meiner Person. Und dann laufen die Spiele auch flüssiger. Dann macht das mehr Spaß. Ich kann nichts versprechen, aber dann wird hier Dead by Daylight läuft zwar jetzt auch schon flüssig, weil 8 GB RAM sind empfohlen, aber dafür ist halt meine Grafikkarte zu schlecht und wenn ich dann 16 GB habe, kann ich es auf die integrierte Grafikkarte stellen und nicht auf Nvidia Hochleistungsprozessor und dann sollte das die 8 GB, die dann noch übrig sind, die schlechte Grafikkarte wieder wegmachen. Tut mir leid. Die Ziele brechen auf. Sofort ausschalten und zurückziehen. Ja, hier, ich benutze auch selten den Instinkt, merke ich gerade. Hier, wo? Ah, da. Hier. Feuer! Oh, und voll daneben. Und voll daneben. Und voll daneben. Und voll getroffen. Und voll getroffen. Und auch nicht mehr getroffen. Naja, weil ich hier gerade am Reden bin, habe ich natürlich jetzt nicht meine geilen Skills rausgeholt. Da hier, guckt, den werden wir nochmal runterfeuern. Natürlich werden wir den nicht runterfeuern. Na, hier kommen. Komm. Tschüss. Komm, komm, komm. Fall, 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 fall. Hier, komm. Wo ist denn der nächste? Wo sind noch andere? Ah, den kriegen wir nicht mehr. Und den kriegen wir auch nicht mehr. Was soll ich dazu noch sagen? Sicher. Das war ja mal lappenhaft und ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich muss mir mal das neue Hitman holen oder so, wenn es dann auch läuft, weil ich war aus meiner Freundesliste, 5 haben es glaube ich gespielt oder so, war ich der Beste, aber hier steht die Hitman Sniper Challenge beste Liste, sind im Moment nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal. Mehr Infos erhalten Sie unter www.hitman.com und das gleiche ist auch bei Absolution, das Hauptspiel. Aufträgemodus ist dort auch nicht verfügbar. Und ich glaube, das Hitman-Spiel ist einfach zu alt und sie haben irgendwie down gemacht, weil ich war hier sonst bei Freunden der Höchste. Und ja, ich finde das richtig schade. Dann das gleiche doch nochmal. Ja, ja, die Warnung ist mir egal, ich will aufnehmen. Das Fenster da ist ein bisschen kacke. Überspringen. Willkommen. Ja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wann flüssigere Spiele kommen und wann Resident Evil wiederkommt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und ich denke mal, wir wollen dann natürlich auch natürlich den hätte ich zuerst runterjagen müssen. Ich werde hier gerade ein bisschen abgelenkt durch mich selber. Aber egal. Dann war das schon mal hier. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Ich bin der Tod. Naja. Und ich denke mal, meine Videos werden mehr Leute gefallen. Und ihr werdet es feiern, wenn die dann flüssiger laufen. Und wenn ich sie flüssiger spielen kann, macht es mir natürlich auch Spaß. Körpertreffer in Bewegung. Leider kein Kopftreffer. Ja, hier komm. Kopftreffer in Bewegung. Ah, nein.
Dieser Treffer in Bewegung. Hier, unser Hauptziel. Einfach mal abknallen, ne? Nein. Aha, da ist unser nächstes Opfer. So. Geh ein Stück weiter. Wenn euch das mit der Facecam hier gefällt, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ach schade, jetzt war wegen Bewegung mehr Punkte, aber nicht wegen Leiche verschwinden mehr Punkte. Das ist schade. Und wenn ich sie wegmachen soll, könnt ihr das auch ruhig reinschreiben. Ich richte mich eher so nach der Community, nicht bei allen. Wenn jetzt jemand sagt, lauf nackt durch Hannover, mache ich das wahrscheinlich auch, aber muss ja keiner wissen. Psch. So, komm doch mal raus, zeig dich. Hat sie schon gesagt, wir machen jetzt den Anruf. Hallo, mach doch mal den Anruf. Aha, da. Die kommt bestimmt auch gleich raus. Ach, da ist er schon. Hat das jetzt geklappt soweit? Das habe ich noch nie probiert. Normalerweise habe ich die immer hier draußen beide zusammen getroffen und dann einen Körpertreffer im Doppelpack, also Durchschuss 2 mit einer Kugel getötet. Aber so kann man es natürlich auch machen. Ah, der eine ist da, das ist gut. Muss ich natürlich erstmal den hier verschwinden lassen. Oh. Okay, das hat jetzt auch nicht wirklich gut geklappt. Nice. Hier, komm. Den erwischen wir auch noch. Nice. Kommen drei noch, aber die erwische ich nicht mehr, die fliehen da schon. Ein auf jeden Fall. Ach da. Kacke. Die hier am äußeren Rand habe ich doch, oder ja. Und. Ah, da. Ah, fuck. Den habe ich nicht richtig erwischt. Einer noch. Einen noch. Komm, komm. Der fliegt jetzt dadurch. Kriegen wir den also noch? Nee, kacke. Kriege ich tatsächlich nicht mehr. Nein, leider. Gar nicht sehr gut. Eine Chance gebe ich mir selber noch. Ja, so, eine Chance gebe ich mir noch. Ach ja, Level neu starten. Auch schade. Schöne Melodie. Tot. Daneben. Und tot. Hallo? Tot. Ey, Alter, was ist denn das jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Hallo. Ey. Das ist doch jetzt fake. Ich treffe den doch. Du kannst mir nicht sagen, dass er den nicht trifft. Das war doch sowas von auf den Kopf gezielt. Blöd, Mann. Umso weniger Schuss man verbratet, also um Magazin am Ende bringt auch noch Punkte. Das heißt, wenn ich jeden mit einem Doppelschuss töte, kriege ich mehr Punkte, als wenn ich für jeden Kill 5 Schüsse brauche. Moment mal, das könnte gut sein.
Wenn ich das Ding dann auch noch treffen würde. Komm. Du Blödmann. Es gibt 20.000 Punkte, wenn die Fässer den Typen da erschlagen. Sonst schaffe ich das immer. Jetzt habe ich das mal nicht geschafft. Blödmann. Ja, kaum kommt immer Profi, immer gut, aber kaum kommt die Aufnahme, bin ich wieder schlecht. Also das ist nicht mein Skill heute. Hi. Wo ist denn der andere? Oh, ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass er ihn sieht, aber gut. Komm, den erwischen wir jetzt auch. Ja, ja. Den am Fahrstuhl habe ich, glaube ich, vergessen, oder? Ich mache das jetzt einfach, ich habe Lolo the Clay schon verkackt. Schieße ich den mal da im Busch, kleiner Buschkind. Kriege ich hier nicht einen Doppelkill hin? Ne, die sind zu nah. Ist das nicht hier? Warte mal. Schade. Moment mal, ist die doch. Die blinkt doch, oder? Habe ich noch nie gemacht, also. Jo. Hier, den auch noch mal eben. Und jetzt gucken. Das Primärziel ist wo? Ah, da. Das ist ihr Hauptziel. Richard Strong. Der will hier zur Treppe. Nein. Das war doch jeden erwische ich, während er wegläuft, also fast jeden. Und der haut einfach ab. Ja, hier komm. Eins müssen wir uns noch geben, das Primärziel, das abhaut. Ach, ich habe euch noch nicht alles erzählt. Assassin's Creed Rogue und Sword Art Online könnte ich auch aufnehmen. Wenn ihr dazu Lust habt. Und wenn euch Assassin's Creed Rogue, habe ich übrigens noch gar nicht gespielt, wenn euch das gefällt, kann ich auch Black Flag spielen, das ist so ähnlich. Allerdings habe ich das schon aufgenommen. Also nicht aufgenommen, aber schon gezockt. Durch. Viermal. Ja. Ich würde sagen, damit wir müssen die Explosionskill auf jeden Fall ausführen. Aber erst nachdem das Primärziel down ist. Das ist ihr Hauptziel, Richard Strong. Hier, komm. Tod. Jetzt keine Schuss verschwenden. Oh, das war mal wieder kein lautloser Killer, weil das da einer gesehen hat. Da war ich zu schnell. Ich bin Scharfschütze, du erwischst mich nicht. Hier, komm, stell dich vor den Fahrstuhl. Naja, der ist schon mal offen, auf jeden Fall. So, gucken. Kriegen wir den? Nein. In Bewegung wurde das leider nichts. Jetzt warten wir nochmal. Hast du dich vor den offenen Fahrstuhl gestellt? Nee, bist vielleicht wieder weggegangen. Nice, den könnten wir auch erwischen. Aber ich glaube, dann würde der andere misstrauisch werden. Lassen wir das nochmal sein. Ach ja. Dreh dich um.
Perfekt. Perfekt. Den erwischen wir gleich. Hiermit. 3, 2, 1, Feuer. Moment mal. Nice. Ich weiß. Was? Der kann mir doch nicht sagen, dass er... Ich meine, ich bin schlecht, aber doch nicht so schlecht. So. Und jetzt kann das Premier 10 nicht mehr abbauen. Jetzt werde ich... Gibt's hier 10? Oh mein Gott. Gibt's hier etwa 10 Minen? Da drin ist wahrscheinlich einer. Explosion ist natürlich kein lautloser Killer. Ich will das mit den Minen hinkriegen. Komm. 7. Einer ist geflohen, das ist mir jetzt egal. Ich will das mit den Minen hinkriegen. 8. 2 Minen noch. Ah, hier ist eine. Nee. Also ehrlich, keine Ahnung, wo die anderen zwei Minen sind. Nee, eine noch. Hier. Oh mein Gott, vielleicht wenn ich diese hier nochmal... Habe ich jetzt 10? Nee. Irgendwo müsste noch eine sein. Ich weiß noch nicht, wo. Wir haben eh schon verkackt. Ich... Und mein Instinkt sagt mir, dass mir eine Bombe fehlt. Ach, tut mir leid. Also die letzte Runde haben wir eh verkackt wegen dem Minen. Deswegen habe ich nicht gleich weitergemacht. Aber ich wollte eigentlich einfach nur mal die Webcam mal eben ausmachen. So. Jetzt ist er aus. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leider haben wir das nicht geschafft mit dem Minen, glaube ich. Dann mache ich es dann nochmal eben dann so. Ich sag nochmal ciao. Und ja, ich lade das Video jetzt hoch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt oder generell anturnt und Resident Evil 6, dann bleibt in den nächsten Tagen doch gerne mal aktiv. Und dann werdet ihr auch die Anturnt-IP herausfinden, die ich, wozu ich natürlich am Sonntag das Video erst so mache, aber heute die IP unter diesem Video schon veröffentliche oder unter einem anderen, werdet ihr sehen. Ich glaube unter diesem Video, sobald der Server offen ist, bearbeite ich das Video, falls es schon hochgeladen ist, und werde die IP von den anderen Server hier verlinken. Also bis dahin und schau, das Video geht schon lang genug. Die Aufnahme, der Part, was weiß ich. Also haut rein, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.